Ja, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Leitlinienbooster. Heute geht es um die Leitlinie Sepsis, Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Das ist eine S3-Leitlinie. Was das bedeutet, haben wir in unserem Einführungsbooster beschrieben. Diese Leitlinie wurde publiziert im Dezember 2018 und ist gültig 5 Jahre bis zum Dezember 2023. Herausgeber ist die Deutsche Sepsisgesellschaft. Man findet die Originalpublikation auf der Homepage der AWMF unter der angegebenen Registernummer. Beginnen wir mit den Definitionen. Eine Sepsis wird definiert als akut lebensbedrohliche Organdysfunktion, hervorgerufen durch eine inadäquate Wirtsantwort auf eine Infektion. Für die Diagnose einer solchen Organdysfunktion wird der SOFA-Score um größer gleich 2 Punkte vorgeschlagen. Zum Q-SOFA kommen wir etwas später noch. Ein septischer Schock ist definiert als eine trotz adäquater Volumentherapie fortbestehende arterielle Hypotension mit der Notwendigkeit einer Vasopressorentherapie, um einen mittleren arteriellen Blutdruck von 65 plus Millimeter Quecksilbersäule zu erreichen. Der Laktatwert muss gleichzeitig im Serum über 2 Millimol pro Liter betragen. Die Sepsis-Leitlinie formuliert recht umfangreich Empfehlungen zur Prävention. Dazu gehören Infektionspräventionsprogramme mit Teams, die dafür speziell ausgebildet sind. Es gehört dazu die Implementierung von Programmen zu einer rationalen Antibiotika-Anwendung, die Mitarbeiterfortbildung zur Infektionsprävention, eine systematische Erfassung von nosokomialen Infektionen sowie eine regelmäßige Überprüfung der Einhaltung dieser Standards zur Infektionsprophylaxe. Es gehört auch dazu die Bereitstellung von Materialien zur Händehygiene unmittelbar am Behandlungsort. Das sind sicherlich nicht alle Empfehlungen der Leitlinie, aber vermutlich doch mal die wichtigsten. Kommen wir zur initialen hämodynamischen Stabilisierung. Sepsis und septischer Schock sind medizinische Notfälle, damit ist nicht zu spaßen. Und dabei hat eine unverzügliche Behandlung für den Patienten oberste Priorität. Zur hämodynamischen Stabilisierung bei Patienten, die eine sepsisinduzierte Hypoperfusion haben, sollen innerhalb der ersten 3 Stunden kristalloide Lösungen verabreicht werden mit etwa 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht IV. Bei Patienten mit einem septischen Schock, die darüber hinaus Vasopressoren benötigen, soll anfänglich ein mittlerer arterieller Druck von 65 mm Quecksilbersäule angestrebt werden. Außerhalb von Intensivstationen soll bei einem Verdacht auf eine Infektion der Q-SOFA-Score bestimmt werden, um Risikopatienten mit vitaler Bedrohung frühzeitig zu erkennen. Zum Thema präklinische Sepsis-Erkennung und Q-SOFA haben wir ein eigenes Webinar mit dem Can Kayuri vor einiger Zeit aufgezeichnet, das ebenfalls auf unserer Homepage zu finden ist. Es sollen im Weiteren geeignete Materialien für die mikrobielle Diagnostik entnommen werden, insbesondere natürlich Blutkulturen, bevor dann die antimikrobielle Therapie bei Patienten mit Verdacht auf Sepsis begonnen wird, ohne aber dass das diese Therapie verzögern darf. Für den Nachweis von Hyper- oder Hyperthermie sollen kalibrierte Methoden zur Messung der Körperkerntemperatur eingesetzt werden. Wenn die nicht verfügbar sind, kann man alternativ mit Infrarotthermometern in Ohr oder Mund arbeiten. Zur antimikrobiellen Therapie werden intravenöse Antiinfektiva empfohlen. Die sollen so schnell wie möglich natürlich appliziert werden, innerhalb einer Stunde idealerweise nach der Diagnose einer Sepsis oder eines septischen Schocks. Bei Patienten mit Sepsis oder septischem Schock wird eine empirische Breitspektrumtherapie mit einem oder mehreren Antibiotika empfohlen, um das gesamte Spektrum der Bakterien zu Zur Flüssigkeitstherapie. Für die initiale Flüssigkeitstherapie bei Sepsis sind Kristalloide die erste Wahl, wobei balancierte Kristalloide empfohlen, physiologische Kochsalzlösung aber nicht empfohlen wird.
Albumine oder Gelatinelösungen, die sollen nur ergänzt werden, wenn man mit den Kristalloiden keine ausreichende hämodynamische Stabilisierung erreichen kann. Ebenfalls soll auf Hydroxyethylstärke verzichtet werden. Als Vasopressor der ersten Wahl wird Noradrenalin empfohlen. Wenn damit kein ausreichender Blutdruck erreicht werden kann, soll Vasopressin oder häufiger vermutlich Adrenalin ergänzt werden. Auf Dopamin hingegen soll wiederum verzichtet werden. Treten Tachykardie-Rhythmusstörungen auf, dann können die mit Beta-1-Blockern versorgt werden. Für Patienten ohne ARDS wird ein Tidalvolumen von 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Für Patienten mit ARDS von kleiner gleich 6 Millilitern pro Kilogramm. Für Patienten mit ARDS oder einer akuten respiratorischen Insuffizienz wird zudem ein endinspiratorischer Atemwegsdruck unter 30 cm Wassersäule empfohlen bzw. vorgeschlagen. Also das bedeutet empfohlen für Patienten mit ARDS und vorgeschlagen für Patienten mit respiratorischer Insuffizienz. Invasiv beatmete Patienten sollen mit einem Piep bis 5 cm Wassersäule beatmet werden, wenn ein ARDS vorliegt, natürlich auch darüber. Bei ARDS-Patienten mit einschränkender arteriellen Oxygenierung wird zudem eine Bauchlage empfohlen. Damit sind wir schon an unserer Kurzzusammenfassung dieser wichtigen Leitlinie. Sie ist entstanden unter Mitwirkung von insgesamt 15 Fachgesellschaften unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Frank Brunkhorst. Hier nochmal die Domain zum Auffinden der Originalpublikation, das ist die AWMF-Homepage und darunter die entsprechende Registernummer. Wir hoffen, dass wir hier einige der wesentlichen Punkte haben kurz zusammenfassen können. Wir hoffen, dass einige von euch das zum Anlass nehmen, die Originalpublikation rauszusuchen und zu lesen und freuen uns wie immer herzlich über Fragen, Ideen und Inputs zu unserem Leitlinienbooster.